schönes Bild und es ist auch eine schöne Medaille, weil es überhaupt nicht aufgelegt war. Wahnsinn, also der Tag strahlt und ja, das war jetzt echt der Wahnsinn, wenn wir da aufgekommen sind, wir sind so herzlich empfangen worden und nachher noch eben mit der Gitarreneinlage, das taugt mir richtig gut, also das war jetzt richtiger Spaßteil, wo wir Spaß haben, wo wir jetzt nach der getanen Arbeit, erfolgreichen Arbeit an die Seele baumeln lassen können und einfach lustig feiern. Ich war selten bei Olympischen Spielen mit so einer guten Form. Und von dem her waren die Einzelbewerber schon eher ein bisschen enttäuschend. Aber ich habe immer gesehen, dass ich im Laufen eigentlich gut drauf bin. Und macht mich stolz und bin einfach happy, dass ich jetzt im letzten Bewerb noch so einen tollen Wettkampf abliefern habe können, dass wir da heute um Gold mitfeiern haben. Ja, ich sage mal, sicher mal die letzten 20 Jahre, wo ich in der Sportart tätig bin, als jung angefangen, da erträumt man sich Olympiateilnahme allein schon oder auch nur im Weltcup dabei zu sein und jetzt mit einer Medaille bei Olympiadose stehen, ist natürlich die Krönung für den Ganzen und ja. Ja gut, wenn man den heutigen Tag betrachtet, dann kann ich eigentlich nur ein sehr, sehr positives Resümee ziehen. Es war einfach für uns alle als Mannschaft wirklich ein sensationeller Tag, jeder ist über sich hinausgewachsen und daher war eigentlich nachher die Bronzemedaille möglich. Heute genau den Sprung erwischt, der ist mir einfach passiert, den was ich eigentlich jetzt 2 Wochen da jetzt bei Olympia nachgelaufen bin. Und Gott sei Dank ist es, auch wenn es der letzte Sprung war nur, aber er ist mir trotzdem aufgegangen. Und das hat mich schon sehr, sehr extrem eigentlich gefreut. Und ja, wenn man jetzt sieht, einfach, wir waren ganz, ganz knapp noch an der Goldmedaille dabei. Das ist ja viel, viel schöner noch, als wenn man jetzt sagt, okay, ich werde Dritter und habe vielleicht eine Minute Rückstand. Ja, mir gefällt einfach, dass wir willkommen sind und das ist das, für das so ein Haus eigentlich auch stehen soll. Also Austria-Tirol-Haus sollte einfach, ja natürlich schon, die Wirtschaft einfach präsentieren im Ausland, einfach zeigen, wie gastfreundlich eigentlich wir Österreicher sind, in dem Sinne Tiroler nachher sind. Und wenn man dann halt schon bei den eigenen Leuten einfach anfängt, dann stimmt das natürlich noch.